Moin zusammen! Einen schönen zweiten Ostertag! Ja, heute Ostermontag habe ich gedacht, mach's mal ein bisschen weiter mit dem Knight Rider von der Firma Phantom. Ausgabe 63 haben wir heute. Heute kommt der Sitz, die Rückwand auf der hinteren Fahrerseite. Ne? Da machen wir jetzt die Wand und da schauen wir uns erstmal an, was im Heft wieder alles drin ist. Im Schnelldurchlauf, ihr wisst, ich habe es euch ja schon mal gezeigt. Das ist die Bauanleitung, was heute gemacht wird. Vieles ist wieder auch nicht. Aber langsam kommt die Erstaltung des Innenbau vom Kit. Das ist das Teil. Und ja, und dann fangen wir jetzt mit an. So. Eigene wundern sich, warum ich jetzt was sage. Ich habe doch beschlossen, wieder was zu sagen, weil man muss irgendwas erklären. Da hat mir einer einen Tipp gegeben. Als Kommentar, das werde ich auch wieder machen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja. Das ist wieder Müll. Ich stecke mich die Schrauben erstmal zurecht. Bin mal gespannt, wie ich wenn ich die Tage jetzt meine Kamera kriege, wie ich das mache. Wie ist das? Ich habe mir eine Kamera bestellt, eine Canon. Eine Spiegelreflexkamera für meine Videos. Bin mal gespannt. So, wieder gummiert, ne? Das ist ein weiches Material. So, da fügen wir diesen Schaumstoff hier rein, den wir hier haben. Hier ist auch markiert. Wenn ihr mal das wechseln solltet, hier hinten ist ein L, das heißt links, linke Seite. So, dann nehmen wir dieses Teil. Ich brauche keine Wolle. So, dann brauchen wir... Welche Schrauben müssen wir haben? Die B, das sind diese Schrauben, die so flach sind. Ich glaube, die letzte Ausgabe, die ich habe, bauen wir das mal zusammen mit der Elektronik. Also, wie ich gesehen habe, bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Wenn Cockpit alles befestigt ist. Jetzt hat mich einer geschrieben, nur noch 44 Ausgaben für den. Bin mal gespannt. So, sieht das aus. So, jetzt kommt dieser Deckel hier drauf. Dann brauchen wir die Schrauben EP. Zum Befestigen des Teils. Gut. So sieht das aus. Dann wird das hier hinten an diesen sogenannten Plastik befestigt. So.
Jetzt müssen wir gucken. Aha, so. Da schrauben wir die mit Schrauben auf BP fest. So, nach fest kommen lose. So sieht das gute Stück aus. Sieht schon richtig gemütlich aus. Ne? Schön. Hier. Cool, ne? Ja. So. Das war die Ausgabe 63 von der Firma Fanhome. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns bei nächsten Ausgaben oder Projekte auf meinem Kanal. Euer Mike, bis dann. Ciao.